Ah ja, richtig. Da haben wir wieder Badewannenwasser. Und hier ist ein Klo. Die ist schon lange nicht mehr geputzt worden. Ich glaube, sowas Ähnliches hat Chris auch gesagt. Voller Schmutzwasser. Stöpsel ziehen. Jo. Moin, Harald. Lecker. Ja, ist auch ein Vorteil bei Jill eigentlich. Sie macht den Zombie sofort kalt. Doch, die ist soll es ein Schwitz sein, schon lange nicht mehr benutzt worden. Die hast du gerade eben benutzt. Geputzt steht da ja, nicht genutzt. Die ist schon lange nicht mehr geputzt worden. Okay, das stimmt wohl. Ja. Und da haben wir auch ein Verteidigungsobjekt noch drin. Cool. Nehmen wir. Und mehr ist hier nicht, ne? Nö. Nur ein kopfloser Zombie. Okay, dann gehen wir mal weiter. Und wir gehen direkt in diesen Raum. Normalerweise bräuchten wir das defekte Schrotgewehr, damit wir uns praktisch das funktionierende Schrotgewehr holen können, mit dem wir uns dann auch verteidigen können. Oder auch angreifen. Und aber bei Jill ist die Besonderheit, dass, und noch ein Dagger, noch ein Dolch, dass wir uns, habe ich noch Platz? Ja. Dass wir uns, was wollte ich überhaupt sagen? Dass wir uns das Gewehr jetzt schon holen können, weil wir ja Barry bei uns haben. Und der wird uns, glaube ich, retten. Das hoffe ich jetzt zumindest. Wir nehmen uns einfach mal das Gewehr hier weg. So. Zack. Dann gehen natürlich die Haken nach oben, haben wir gesehen. Aber ich bin der Meinung, dass es auch im Remake funktioniert, dass wenn wir jetzt versuchen, die Tür zu öffnen. So, wir müssen einmal versuchen, diese Tür zu öffnen. Lässt sich nicht öffnen. Dann versuchen wir es mit der anderen. Die lässt sich auch nicht öffnen. Verdammt! Oh Gott, what did I do now? Wesker! Barry! Help! Jill, you in there? Barry? Get me out of here! The door's jammed! Stand back! Grab my hand! Und schon haben wir unsere Schrotflinte. Ha! Ist das nicht geil? Barry. That was a close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Really? Thanks. But Barry, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad and all, but why are you here? I just had something I wanted to check. Anyway, we should get back to searching for Wesker and Chris. Thanks, Barry. I owe you one. Don't mention it. Ja, wir können jetzt auch den Raum nicht mehr betreten, ne? Nö. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall unsere Schrotflinte, was ich schon mal sehr genial finde. Und wir sind eigentlich ganz gut gerüstet. Moment, das sieht gut aus. Eigentlich könnten wir dann ja fast die Chemikalie mitnehmen, ne? Ach, das lassen wir jetzt erstmal. Wir gehen erstmal hier lang und gucken, ob wir erstmal in den Speicherraum kommen, dass ich schon mal eine kleine Abspeicherung machen kann. Das wäre vielleicht mal von Vorteil.
Hier müsste auch noch einer rumlatschen, oder? Frage ist, auch nö, dann lasse ich den zappeln, oder? Ich lasse dich mal leben. Oder können wir da schon rein hier? Nein, können wir nicht. Ey, Fidi, lass das mal sein. Ich komme nachher wieder. Ich habe jetzt gerade keine Zeit. Bin im Stress. Ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, ob ich das damals eigentlich auch gemacht habe in meinem ersten Let's Play, als wir mit Jill gespielt haben. Habe ich da eigentlich auch schon die Schrotflinte auf diese Art erhascht? Oder habe ich das auf dem regulären Weg gemacht? Könnt ihr mir mal reinschreiben? Ich weiß es gerade nicht genau. Würde mich mal interessieren. Habt ihr einen Arsch geschossen? Och man, ihr tut mir alle so leid. So, da kommt schon der nächste oben angetappert. Deswegen gehen wir mal hier rein und schnappen uns gleich mal ein Farbband und speichern schon mal kurz ab. So, was haben wir hier was liegen? Da liegt der Benzinkanister. Den kann ich schon mal schnappen. Treibstoffkanister, Benzinkanister, alles eins. So. Haben wir denn was in der Truhe noch, was wir gebrauchen können bei Jill? Erste-Hilfe-Spray und Farbbänder. Ja, noch mehr. Die nehmen wir mal dazu. Messer können wir weit wegpacken, brauchen wir nicht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, unser Gewehr lassen wir auch erstmal in der Kiste. Das brauchen wir erstmal noch nicht. So. Und ich glaube, so rennen wir erstmal weiter, oder? Wir kombinieren das nochmal. Dann haben wir wieder ein paar Schuss. Dann tanken wir unseren Benzinkanister einmal auf. So. Und speichern mal kurz. Steckplatz A, natürlich. Ach, guck mal an, wir haben ja Chris auch noch hier. Dann können wir den hier überschreiben. Und dann machen wir hier drunter das Szenario mit Jill fertig. Fein. Wenn ich mich recht entsinne, hatten wir mit Chris genau 11 Speicherungen gemacht. Gucken, ob wir das mit Jill unterbieten können. Ist jetzt nicht so, dass ich mir das unbedingt als Ziel setze, aber wir können ja mal gucken. Der einzige Nachteil bei Jill ist eigentlich, dass sie halt das Feuerzeug nicht in der Ausrüstung mit drin hat. Was aber eigentlich auch wieder kein großer Nachteil ist, weil wir ja diese dämlichen kleinen Schlüssel nicht mit uns rumschleppen müssen, die Jill, die Chris immer bei sich hat. Weil Jill hat ja den Dietrich. Und damit können wir... Obala. Damit können wir eigentlich alle Schlösser, die etwas älter sind oder halt leicht verrostet oder sonst was, knacken. So. Dann wollen wir dich mal anzünden. Wieso geht das nicht? Geht das schon wieder los mit dieser Pixelarbeit? Das gibt's doch nicht. Ja, gut, das erklärt einiges. Du hast mich angekotzt, du Arsch. Zombie-Kotze im Nacken. Sag mal, ist jetzt langsam mal gut? Ach, ich bin ja aber auch ein Vollpfosten. Ich habe ja gar kein Feuerzeug zum Anzünden. Oh Mann, ich könnte mich manchmal erwürgen. Mir links und rechts eine Ohrfeige geben. Nee, da will ich gar nicht lang. Ich habe nur noch 2 Schuss. Ist das gut? Oh Gott. Ja, es läuft so super. Ich hole jetzt mein Gewehr. Doch, die... Nee, ich rieche mich gerade über mich selber auf. Tut mir leid, Leute. Ich stelle mich echt dämlich an. Dafür, dass ich schon so viele Spiele mit euch gezockt habe, stelle ich mich heute richtig schön dämlich an. Aber ich werde das auf keinen Fall neu starten. Manche würden jetzt ja sagen, nee, ich habe mich ja so dusselig angestellt, das zeige ich keinem. Das machen wir neu. So einer bin ich nicht. Nee, nee. Ich ziehe das jetzt durch. Bei mir ist alles unverfälscht. Ich lasse das drin. Es wird nichts rausgeschnitten. Ihr erlebt mit, wie blöd ich heute drauf bin. Es war halt einfach eine schlechte Entscheidung von mir, heute Abend noch eine Session zu drehen. Ich merke es gerade. So. Dann wollen wir eben hier hingehen und kurz einen Prozess mit dir machen. Oder so.
Erst ein Messer im Kopf und dann habe ich dich geköpft. Kann ich das Messer wieder einsammeln? Normalerweise müsste ich das Messer jetzt wieder einsammeln können. Aber dem ist leider nicht so. Was? Wie geil ist das denn? Das war eigentlich mehr als Scherz von mir gemeint. Wir können das Messer tatsächlich wieder einsammeln. Können wir das denn auch machen, wenn der Zombie tot ist und wir den praktisch abfackeln oder so und dann das Messer wieder rausziehen? Das wäre ja mal genial. Ey, das wusste ich ja noch gar nicht. Cool. Was mit dir? Heinz? Heinz, nicht Heinz. Heinz, gut. Das nehmen wir mal eben mit. Ich höre deinen Kollegen schon hier, August. Der läuft ja auch rum. August. August hat den Kopf verloren. So. Ja. Du bist zwar noch nicht tot, aber du wirst gleich tot sein. Ich hole mir jetzt nämlich das Feuerzeug. Haha. Hoffe ich. Was haben wir hier noch? Ah, das ist die Hundepfeife gewesen, genau. Okay. Ein zerknülltes Memo. Dürft ihr euch gerne durchlesen. Mittlerweile weiß ich ja, was da drin steht. Immer noch von John Tolman. Ein Schachbrett aus Elfenbein. Anscheinend endete das Spiel mit einem Schachmatt. Das kann ich von hier aus gerade nicht so beurteilen, aber ich glaub dir das mal, Jill. Jill spielt Schach, hätte ich es gar nicht so vermutet. Aber okay. Ein offenes Tagebuch, die Seiten sind leer. Da haben wir doch das Feuerzeug, das wollte ich haben. Ich will hoffen, dass ich jetzt nicht auch noch Feuerzeug Benzin suchen muss, wie bei Resident Evil Zero. Das war auch so eine Verarsche. Da denkt man, oh geil, man hat das Feuerzeug gefunden. Und was ist? Man versucht eine Kerze anzuzünden und man wundert sich, warum geht das dann bloß nicht. Ja, es war kein Feuerzeug Benzin drin. Woher soll man denn wissen, dass das leer ist? Verdammt nochmal, ihr seid alle so fies. So, du liegst noch hier. Mal gucken, können wir dich jetzt anzünden? Ja. Und es geht. Ach ja. And it burns, burns, burns. The ring of fire. The ring of fire. I fell into a burning ring of fire. Na, das lassen wir jetzt mal. Aber Johnny Cash finde ich cool. Der konnte Musik machen. Ach, scheiße, jetzt habe ich ja wieder. Aber warte, die Karte können wir mitnehmen. Wir haben ja das Feuerzeug. Ach, richtig, wir haben ja das. Ah, können wir doch gleich mitnehmen. Können wir doch gleich mitnehmen. Wir packen das Brett darin. Und wir zünden den Kamin an. So, dann haben wir jetzt gleich die Karte und das Brett sind wir los. Jo, danke. Brauche ich nicht. Aber ich mache das halt trotzdem mal ganz gerne zur der Vollständigkeit halber halt. Also halber. So, und dann nehmen wir den jetzt mit und ich glaube, den essen wir jetzt gleich nochmal eben schnell. Dann sind wir vielleicht endlich mal wieder auf okay. Wir sind auf okay. Dann laden wir nochmal mein Gewehr nach. Boah. Gut. Dann sind wir eigentlich mit dieser Haushälfte fertig. Und ich denke mal, auf den Rückweg nehme ich jetzt doch nochmal die Chemikalien mit. Dann brauchen wir erstmal hier hinten nicht wieder rein. Wie war denn das jetzt? Ja, da kommen wir... Ne, die war ja dicht, ne? Der Rüstungsschlüssel, ne? Ja, ja. Ja, ist ja gut. Ich hab dich begriffen. Ich hab dich begriffen? Hört einfach nicht drauf, was ich sage. Das verwirrt mich selbst. Dich hier, liegst du noch hier? Du liegst noch hier. Dann können wir dich ja auch nochmal eben anzünden. Wenn du erlaubst. Was war das? Ach, ich habe meine Waffen weggenommen. Ich stehe nicht richtig. So, jetzt bitte. Danke.